nach Kapstadt, würde ich sagen. Wie fühlen wir uns heute, Tim? Wir fühlen uns ganz okay. Wir haben keinen Kater. Tim, in 2 Tagen gibt es mehr Kater. Okay. Da gibt es noch mehr Kater. Schon. Oh. Ready for week number 2? Ready. Bei euch geht's bergab, ne? Langer Tag. Du hast schon wieder gesoffen. Cut. Ja, kleines Bierchen. Muss ja gut schlafen, kann man gut schlafen. Das hat nichts mit Alkoholismus zu tun. Nein. Ich habe aufgepasst, dass er nicht zu viel trinkt. Das Einzige, was mich wach hält, ist die Euphorie für Cape Town. Ich habe da ja so eine Theorie. Schöne Städte haben hässliche Flughäfen. Und schöne Flughäfen sind in hässlichen Städten. So, schöner Flughafen, schöne Stadt. Kapstadt, beschissener Flughafen, schöne Stadt. Welcome to his crib. Hier ist ein Top-Tipp. Wenn ihr Filmemacher seid, besteht auf einen Ruhetag. Es kippt ihn nämlich einfach um. Und besteht auch darauf, dass der Ruhetag an einem Ort ist, an dem man auch Ruhe findet. Also so ein Ort. Du hast einen neuen Freund, Arne. Ja. Ich sammle einfach jetzt mal Karma-Punkte. Jetzt fang eine Maus. Wenn du das ausgesucht hast für unseren freien Tag. Das ist mir viel zu anstrengend. Ich mag aber auch am Weißwein liegen, den ich heute Mittag schon hatte. Spiderschwein, Spiderschwein, Spiderschwein macht was immer ein Spiderschwein. So, drauf auf ein Lionshead. Das ist nicht unbedingt der einfachste Aufstieg. Aber das Schöne an solchen Sightseeing-Aktivitäten, die keinen Lift haben, ist, dass man da oben, gut, ist nicht ganz alleine, aber man ist alleine als sonst. Wrong direction. Sollte ich irgendwann mal die Möglichkeit haben, mir ein besseres Team auszusuchen, dann würde ich eins mit Kondition nehmen. Aber wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten unterwegs. Ich bin alleine. Ich weiß nicht, übrigens die schnellste Pace. Aber Chris, Captain Slow Fi und Arne Besenwagen-Hörmann, die hängen sehr weit zurück. Was, Tim? Ich weiß, ich werde ihn da oben einen Antrag machen. Ich hab einen dabei. Und originell ist es auch, also kann er ja nur ein Ja sagen. Sagt dir, dass es nicht sicher ist. TÜV sagt nein, Chris. Zum Glück habe ich jahrelang Freeclimbing gemacht. Betätigung ist es total wichtig, dass man sich richtig ernährt. Prost. Ein kleiner Cliffspringer. Hallo Kleiner, was machst du denn hier?
Hallo. Guck mal da unten. Oh, der beißt mich. Der beißt mich. So ein Schisser. Wurde ja gesagt, dass das Wetter sich hier schnell ändert. Wir haben eine super Aussicht. Tim, wie läuft's? Es läuft ganz okay. Ich habe gut geduscht auf dem Gipfel, wie man sieht. Und jetzt geht's bergab auf einer total sicheren Route. Arne! Beim letzten Mal war die Aussicht besser. Der Nebel ist grau. Stau. Mal, du siehst irgendwie ein bisschen besser aus als ich, ne? Gibt's hier auch Zelte. Wir müssen ein Notbiwak machen. Du bist Reinhold Messner Südafrikas. Ja. Berge klettert, um Sonnenuntergänge zu sehen, und dann sieht man sie erst, wenn man wieder runterkommt.